So, hallo und herzlich willkommen hier zur schon 94. Folge. Ja, 94 Folgen, das ist unglaublich. SMP Life of Dream. 94 Folgen, das ist richtig krass. Wir werden kurz Geld holen, um den Traktorschein zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie teuer es ist. Das heißt, ich werde mir einfach mal 15.000 abheben. Ich denke, das dürfte reichen. Und dann werden wir den Traktorschein machen. Wie unerwartet. Ja. Warum denn nicht, ne? So, der andere Part kommt übrigens auch gleich online, ja. In, oh, lass mich schätzen, 20, 30 Minuten, eventuell 40, ich bin mir nicht sicher. Das kommt halt darauf an, wie lange das Rendern dauert. Das dauert immer ein bisschen länger, seitdem ich in Full HD render, was wahrscheinlich auch unglaublich unnötig ist, in Full HD zu rendern, aber das ist nicht so, damit ich das hier mache, weil es nötig ist, ja, weil das einfach so ein Qualitätsanspruch, den ich an mich selber habe, ja. Wenn ich irgendwie gucke, dann nicht mehr auch so, okay, irgendwie ist die Qualität nicht so, ich schalte mal auf Full HD, gibt's nicht. Ja, und das möchte ich allen Zuschauern auf meinem Kanal hier ersparen. Deswegen jetzt beim Full HD. Also jedenfalls Videos auf YouTube und Full HD. Irgendwie sind die Spiele nicht ganz so Full HD, weil mein Bildschirm das nicht kann. Aber es kommt alles noch, ja. Neuer Bildschirm kommt in, ich habe keine Ahnung, hoffentlich bald. So. Dann warte ich mal hier, bis irgendjemand mich entdeckt und mir einen Schein andrehen will. Traktor scheinbar der nächste, ne? Scheine. So. Genau, der Traktorschein. Dann der Bootsschein, dann der Angelschein und der Waffenschein. Ich meine, Waffenschein ist am teuersten. Oh, ich werde so unglaublich viel Geld verlieren, ja, durch die Scheine. Aber was soll's, wir warten hier einfach mal, ja? Warum denn nicht, ne? Okay. Oh, okay. Traktorschein. Hoffentlich reichen die 18.000. Ich bin gespannt. Ja. Wohin? Achso, der wird das wahrscheinlich erstmal. Genau. Sechs. Ach, locker. Annehmen. So, das wird wahrscheinlich eine relativ langweilige Fahrprüfung, weil es geht wahrscheinlich irgendwie gar nichts. So von Geschwindigkeit oder so. Okay. Motor an. Okay. Kann ich blinken? Ah, jetzt geht's. Da von allein auf. Okay. Ich soll ihm folgen, also warte ich mal. Kurz. Oder auch lang. Da dürfte mir jetzt wahrscheinlich noch kurz die Verkehrsregeln erklären. Machen wir den Motor wieder aus. Okay, dann erkläre ich mir keine Verkehrsregeln. Ist egal, die kenne ich sowieso. Ich denke mal, jeder, der den Taktischer macht, dürfte die Verkehrsregeln können. Oder? Schätze ich mal. Und ich denke mal, mit den neuen Scheinen könnten sich vielleicht auch ein paar neue Berufe ja eröffnen. Fahrbahn frei halten. Ich will ja nichts sagen, ja, aber ich zweifle gerade an seinem Können als Fahrlehrer. Er kann das selber nicht mal fahren. Und fährt mir davon. Gut, ich habe nur kurz geguckt, nicht, dass die Polizei näher kommt. Hier war auch wieder ein Fehler von mir, nämlich ich eigentlich ja vor der Kreuzung hätte halten müssen. Ebenfalls nach der richtigen SDVO. Aber in SMP anscheinend nicht. Ganz ehrlich, ja, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwo in echt so einen Kreisverkehr, der mitten im Verkehrsfluss gesehen. Er ist gesehen. Aber was soll's?
Ich glaube, der ignoriert gerade das Rechtsfahrgebot. Naja. Und er ist wieder weg. Aber, ja, er kann so inkompetent als Fahrlehrer sein, wie er will. Solange ich den Schein bekomme, ist mir das relativ egal. Nochmal. Einpacken, bitte. Die leichteste Übung. Überhaupt gar kein Problem. Den Motor aus. Okay, ich bin rausgeschmissen worden. Und... Oh, okay, parken kann... What the fuck? Was war das? Was zum... Was zum... Irgendwie ist das Spiel gerade richtig hart verbuggt. Und wo ist der hin? Hallo? Ich möchte mal entscheiden. Hallo? Hä? Hey, was zum... Also ganz ehrlich, ja, ich verstehe gerade echt nicht, was hier abgeht. Aber ich möchte mal entscheiden, ja. Ah, jetzt funktioniert wieder alles. Könnte das ein Hacker gewesen sein? Ich glaube, das könnte wirklich gewesen sein. Ein Hacker. Oder? Wenn die ganze Zeit weg und wieder hergespawnt worden sind. Ach, was weiß ich. Tja, dann hoffe ich mal, damit er sich daran erinnert, damit ich meine Fahrlizenz noch bekomme. Ich warte einfach hier kurz auf ihn. Jetzt die Frage, habe ich vergessen, die Stoppuhr zu starten, oder sind wir schon bei 19 Minuten? Na, ich habe sicher die Stoppuhr vergessen zu starten. Wir sind definitiv noch nicht bei 19 Minuten. Und wenn ich mit einberechne, damit ich zwischendrin auch noch gerendert habe, dann sind wir jetzt vielleicht fast 7 Minuten. Ich habe keine Ahnung, ich mache das jetzt mal nach Gefühl. Ja, dann warten wir mal kurz wieder auf, wie heißt der? Dr. Hates. Ist er noch online? Doktor. Ist irgendwie vom Server geschmissen worden ist oder so. Jetzt geht's zu denken, nein, du kriegst anscheinend nicht. Ich vertraue ihm einfach mal. Oh, ein Freund hat mal Schuhe betreten. Krass. Und welcher Freund? Schlau wie Schlumpf. Kann das irgendwie nachgucken, wie ich Freunde online sind? Help. Freundschaftskonsolenbefehle. FS-Liste. Oh, alles sind online. Okay. Die wollte ich jetzt. Haha, ich hab mehr. Ja. Wir haben ja Zeit. Kann irgendwie nachgucken, ob der überhaupt noch online ist als Fahrlehrer. Slash help. Weitere Befehle? Nee. Mal Serverbefehle. Mach du Kacke. Ups, hat mein Stuhl gequetscht. Scheiß Stuhl. Irgendwann muss ich mal dafür sorgen, dass er aufhört zu quietschen. Aber es ist ja schon besser geworden, ja. Ich kann mich noch an ein paar Zeit erinnern, da war das nicht so schön, dass er nicht gequetscht hat. Aber irgendwie ist der Fahrlehrer weg. Und ich möchte meinen Schein. Und ich muss ihn mal ganz umsetzen. Und dann... Upsala, da bin ich ja glatt an mein Mikro gekommen. Okay.
Vielleicht Service. Ich habe gerade im Kopf, damit das Ganze Service ist. Hahaha. wollte ich sagen, noch was? Nein. Keine Falle. Ist der wirklich offline? Der Doktor, wie hieß er? Doktor hieß. Doktor hieß. Ja, ich will hier nicht um meinen Führerschein betrogen werden. Sieht nicht aus, als wenn er noch online wäre. Oder wir sehen einfach mal, das kann auch sein. Aber sieht nicht so aus. Wer weiß. Okay, ich warte. Kein Problem, ja? Kein Problem. Wir haben ja Zeit. Allerdings ist die Folge jetzt zu Ende, ja? Ich werde sie mal kurz auf Stream zu Ende warten und dann. Warten. Zu Ende, ne? Und dann. Bis ich meinen Schein habe, ja? Und wenn ich den wieder habe, dann werde ich die nächste Folge starten. Ja, hoffe, es hat euch gefallen, ja? Schön, nächstes Mal wieder ein PSMPler für die. Bis dann und. Tschö.